So, mit den beiden Teilen möchte ich jetzt hier eine Eckverbindung machen. Habe ich oft genug gesehen. 45 Grad auf Gärung. Einfach. Mann, das passt ja überhaupt nicht. Was ist... Ach, Mann, oh. Eine schöne Eckverbindung. Das ist doch eigentlich ganz einfach. 2 mal 45 Grad ergeben 90. Was ist denn jetzt passiert? Das ergibt natürlich auch 90 Grad, aber hier fehlt ja eine Ecke, weil wir zwei ungleiche Teile haben. Und das kann ganz oft passieren, wenn wir zum Beispiel Bilderrahmen bauen wollen oder Blendrahmen. Die Frage ist, was mache ich denn jetzt? Brauche ich jetzt irgendeinen anderen Winkel oder wie mache ich das, dass das schön aussieht? Die Frage ist ja erstmal, wieso überhaupt auf Gärung? Egal, was für einen Querschnitt wir haben, wir könnten das doch auch einfach so machen, stumpf. Das würde natürlich auch gehen, aber wir haben dann, egal wie wir es legen, an einer Seite immer sichtbares Hirnholz, so wie hier. Und das ist blöd, A, weil es total anders aussieht als das Längsholz und B, weil es zum Beispiel beim Lackieren oder Ölen einfach einen ganz anderen Look gibt. Deswegen nutzen wir gerne eine Gärung, also so eine Winkelverbindung, dass wir am Ende einfach nur Längsholz sehen. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Die Frage ist nur, wie mache ich das jetzt? Egal wie ungleich unsere Teile sind, wir müssen für diese Eckverbindung zum Glück überhaupt gar nichts messen. Wir nehmen einfach die Teile an sich, legen die hier einmal bündig drauf, richten die aus und machen einen Strich. Und beim anderen Teil auch. So sieht das jetzt erstmal aus. Jetzt müssen wir hier nur noch die Ecken verbinden, einmal so und einmal so. Das muss weg und das. Und schon haben wir eine wunderbare Eckverbindung, die wieder auf 90 Grad rauskommt. Ganz einfach, mit zwei verschiedenen breiten Teilen. Für alle, die es interessiert, das waren jetzt 34 und 56 Grad. Moment mal, Jones, das kommt ja wieder auf 90 raus. Genau, das ist ja der Trick mit den Winkeln. Am Ende brauchen wir eigentlich nur die 90 Grad. Wie wir das theoretisch aufteilen, ist völlig variabel, hängt aber mit der Breite der Teile zusammen. Das ist ja ganz klar. Jones, aber ich liebe meine 45 Grad. Und eventuell habe ich sie an einen Teil auch schon geschnitten und stelle dann vorher fest, oh, das wird gar nicht passen. Wir können dieses Teil behalten, denn wir können so eine Ecke natürlich auch mit einer 45 Grad Verbindung machen. Anstatt jetzt was abzuschneiden, nehmen wir einfach ein neues Teil, damit wir gleich mal alles nebeneinander halten können. Wir legen einfach unsere eben gesägten 45 Grad an dem schmalen Teil einmal hier drauf. So, und zeichnen an. Das muss weg. Wir nehmen jetzt die Tischkreissäge. Eine Bandsäge würde auch gehen oder ihr macht es einfach von Hand. Nur so ist es relativ einfach. Jetzt sägen wir den Rest von Hand, aber wir haben ja eine super Führung durch den Sägeschnitt, also sollte das relativ einfach sein. Suzuki ist zu kurz. Und jetzt können wir, schwuppdiwupp, das Ganze ja doch wieder mit 45 Grad zusammenlegen und haben wirklich eine schöne Eckverbindung, die hier auch einen Auflagepunkt hat. Egal, ob wir es also so oder so machen. Eine Eckverbindung sollte immer möglich sein. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Eckverbindung, das ist sozusagen das A und O, wenn wir mit Holz arbeiten, weil wir ständig irgendwelche Ecken verbinden müssen, egal wo und was. Alles hat eine Ecke. Und ihr wisst jetzt, wie ihr das ganz einfach machen könnt, wenn ihr unterschiedlich breite Teile habt. Ihr müsst dafür nicht mal messen, theoretisch. Und das ist super. Und ich weiß, die Ersten schreiben schon, Jones, das geht aber auch so und so. Und warum hast du nicht das gemacht? Na, weil ich euch ja nur zwei Varianten zeigen wollte.
Eine ohne Rechnen und eine, wo es trotzdem mit 45 Grad geht. Ich weiß, dass es 1 Million Holzverbindungen mehr gibt. Die können wir uns wann anders auch anschauen, aber nicht jetzt. Ihr sollt ja erstmal weiterkommen und Spaß haben und zu wissen, wie es geht. Das hilft dabei. Also smasht ein Abo rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ihr dürft mir natürlich gerne mit dem Hashtag Help schreiben. Wo sind eure Probleme? Wo hakt's? Wo kann ich euch helfen? Denn das ist Sinn dieser Videos. Das verstehen manche nicht. Wir machen das, damit ihr Spaß habt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.